Leute, in diesem Video erfahrt ihr heute einiges über die Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Häusern. Ich habe 6 Jahre lang regelmäßig in Amerika gelebt und gearbeitet. Ich habe dort Menschen beim Bau ihrer Häuser begleitet und sie auch beraten. Und dabei habe ich wahnsinnig viel gelernt von der Lebensweise der Amerikaner. Und deswegen sind wir überhaupt in der Lage, Häuser mit Seele im amerikanischen Stil zu bauen. Und wenn ich ein Resümee aus den zwei Welten ziehe, so ist es wohl das, dass in Amerika das Haus um den Menschen herum gebaut wird. Das heißt, man schaut, wie er lebt, wie er arbeitet, wie die Abläufe sind und macht es möglichst bequem alles. Und der Mensch muss sich nicht ans Haus anpassen oder das Haus wird ihm übergestülpt, sondern es ist andersrum. Das Haus passt sich an den Menschen an. Darum haben wir jetzt 10 geniale Unterschiede, die vor allen Dingen Frauen und Frauen mit Kindern das Leben massiv erleichtern werden. Und jeder, der jetzt das Video sieht, der wird sich anschließend in diese amerikanische Bauweise verlieben. Doch jetzt schaut euch das selbst an. Amerikanische Häuser strahlen eine Gemütlichkeit aus mit ihren großen Sprossenfenstern, mit ihren vielen Gauben und mit den großen Veranden rund um das Haus herum. Sie suggerieren natürlich ein wunderbares Wohngefühl, was die Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Und wenn ihr mal nach Schweden schaut, selbst da werden Neuenglandhäuser inzwischen gebaut und man geht weg von dem Schwedenhaus-Stil. Ich beleuchte heute für euch 3 große Kriterien, einmal die Qualität, einmal die Optik und einmal die Funktionalität dieser Häuser. Und fangen wir gleich mit der Qualität an. Ich werde oft gefragt, amerikanische Häuser, ja, halten die denn? Fliegen die nicht weg beim ersten Sturm? Das ist so eine ganz typische Frage. Und da kann ich dich gleich als erstes beruhigen. Auch in Amerika gibt es billige Häuser und sehr teure Häuser. Also ich habe Plastikbauten gesehen mit dünnen Wänden, genauso wie Millionenbauten. Und das ist dort genauso wie hier. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und wenn du ein amerikanisches Haus, also im amerikanischen Style, hier in Deutschland bauen willst, dann musst du ganz bestimmte deutsche Vorgaben natürlich einhalten. Das bedeutet, du musst Wandstärken haben, damit die Energieberechnung funktioniert. Und du musst auch von der Statik einiges beachten. Das ist ein relativ großer Unterschied. Es gibt amerikanische Hersteller, die auch nach Deutschland exportieren. Und da habe ich selber schon Häuser gesehen oder waren Häuser drin oder habe mir die Aufbauten auch angeschaut. Das sind mitunter Häuser, die haben tatsächlich nur eine 15er Wand und entsprechend ist die Dämmung auch so ausgelegt. Das bedeutet, mit solch einem Haus hast du im Grunde genommen keine Chance, bei uns irgendeine Förderung zu bekommen, also irgendeinen KfW-Standard zu erreichen. Vielleicht schaffst du KfW 55, aber das ist das absolute Obermaximale, eher KfW 70. Und das hat nicht nur was damit zu tun mit der Wand, sondern auch mit den Fenstern. Das heißt, ich komme nachher nochmal zu den Fenstern, aber diese Schiebefenster, die nach hoch zu schieben und runter zu schieben gehen, die sind in der Regel zweifach verglast, weil ansonsten das Gewicht der Fenster viel zu schwer ist und die haben auch einen geringeren Dämmwert als jetzt ein dreifach verglastes Fenster, wie du es hier bekommst oder in Schweden bekommst. Die Bauweise an sich ist ähnlich wie die der deutschen Fertighausindustrie. Das heißt, wir haben Rahmenbinder und diese Rahmenbinder sind innen mit Dämmung gefüllt. Und gerade diese Dämmung ist halt ein sehr großer Unterschied zu denen in Deutschland. Also der Amerikaner kennt auch keine Holzfaserdämmung. Der macht durchaus noch Steinwolle oder Glaswolle rein. Also das ist schon nicht nur von der Dicke, sondern auch von der Qualität der Dämmmaterialien ein großer Unterschied. Der Grundstoff ist in Amerika in der Regel bei diesen Häusern immer Holz. So wie es bei uns halt in der deutschen Fertighausindustrie auch so ist. Also es ist ein Holzrahmenbau unten drunter. Das Interessante ist, dass natürlich die Häuser in Amerika nicht vorgefertigt werden, sondern da kommt ein Stapel Bretter auf die Baustelle und eher 10 Mexikaner und dann wird das aufgestellt. Also das habe ich selber so gesehen, auch große Millionenbauten werden wirklich so gebaut,
Es gibt auch keinen Kran. Also für die Amerikaner, wenn die mich hier besucht haben, ist es immer wieder ein Highlight, wenn die sehen, dass unsere Häuser in 1,5 Tagen aufgestellt sind und schon fertig sind. Das verstehen die überhaupt nicht. Und auch, dass man einen Kran auf der Baustelle hat, das ist für einen Amerikaner völlig unvorstellbar, wenn er nicht gerade einen Wolkenkratzer baut. Aber für ein normales Einfamilienhaus, da hat man nur einen großen First, der schwerer ist, und den setzen die Amis mit einem Kran, der hinten an einem LKW dran ist, und alle anderen Hölzer sind so ausgelegt, dass immer zwei Mann sie tragen können. Was auch noch ein Unterschied ist, das Holz, was dort genommen wird, also diese Red Pine, die dort benutzt wird, die hat ein anderes Schrumpfverhalten als bei uns. Das heißt, bei uns quillt und schrumpft der Baum so wie der Körper. Also wenn man viel trinkt, dann wird der Bauch dick, und wenn man das wieder ausschwitzt, dann wird man wieder dünner. Und in Amerika, diese Red Pines, ist interessant, die schrumpft in der Länge. Das ist hochinteressant, dass das komplett anders, das Verhalten dieses Holzes ist komplett anders als das bei uns. Entsprechend ist es drüben so, dass das Haus wesentlich länger den ganzen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist und nicht so wie bei uns in 1,5 Tagen halt schon regendicht ist. Und der Ami, der baut natürlich zu gern auf dem Kriechkeller. Das heißt, er kann alle Leitungen und Ähnliches werden nur gesteckt, die werden nicht geschweißt oder Ähnliches, wie es bei uns ist, oder endlos gelegt, sondern man kann von unten revisionieren. Das heißt, man kann in den Kriechkeller rein und zieht dort die ganzen Steckverbindungen. Also das ist schon ein Unterschied. Wenn man bei uns so einen Kriechkeller machen würde, es ist viel zu teuer. Also das ist völlig untypisch auch bei uns. Da macht man entweder einen richtigen Keller, aber so ein Kriechkeller ist ganz ungewohnt. Deswegen sind die amerikanischen Häuser immer so ein bisschen höher und die Porches ein bisschen höher, und man geht dann 3, 4 oder 5 Stufen runter. Das ist bei uns dann eher aufwendig, wenn man das unbedingt haben will, weil bei uns baut man natürlich mit Bodenplatte, weil das alles etwas solider ist und das Haus wird auch in der Bodenplatte verankert. Das bedeutet, wenn man da auch die Stufen haben will und hat nicht gerade ein natürliches Gelände, also ein Hang, der ein bisschen runtergeht, dann müsste man das Ganze aufschütten, wenn man nicht unterkellert, und die Aufschüttung an sich ist schon relativ teuer. Also wenn man das umsetzen möchte mit dem Kriechkeller, so wie die Amis das wirklich machen, das ist recht aufwendig. Die Bodenplatte ist um ein vieles solider, die wir in Deutschland bauen, um vieles solider und auch viel kostengünstiger. Aber das ist unbekannt in Amerika oder teilweise unbekannt. Ich habe auch schon sehr große Bauten begleitet, die eine Bodenplatte hatten, aber die Fußbodenheizung war da, wie wir das machen, nicht integriert, sondern die wurde im Anschluss hineingelegt, so wie das im deutschen Fertighausbau auch heute noch typisch ist. Das machen die Amis genauso. Kommen wir jetzt zu der Außenansicht von amerikanischen und deutschen Häusern. Da sieht es natürlich komplett anders aus, denn ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in einem Neubaugebiet wart. Mir ist es völlig unlogisch, warum die Häuser alle so lieblos heute aussehen und so wenig Seele haben. Wenn ich das in Amerika dagegen vergleiche, da sind die Häuser, die gehen die Häuser Tatsache komplett ans Herz. Das ist mir ein völliges Rätsel, zumal ja die Deutschen mit ausgewandert sind und eigentlich die deutsche Architektur mit nach Amerika genommen haben. Keine Ahnung, warum das heute so ist. Wenn ihr das genauso empfindet, dann schreibt mir das doch mal in den Kommentaren, ob ihr irgendwann mal jetzt in einem Neubaugebiet wart und bei jedem Haus, wo ihr vorbeifahrt, sagt, boah, ist das schön, boah, ist das schön. Oder ob ihr eher durchfahrt und sagt, ich weiß nicht, ich kann mich hier nicht inspirieren lassen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Und ich denke, wenn wir noch mehr solche Häuser bauen im amerikanischen Stil, im Neuengland-Stil oder im schwedischen Stil, dann wird sicherlich auch die deutsche Hausbauindustrie nachziehen, weil die Nachfrage ja derartig gravierend steigt. Ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Aber dafür sind wir ja da, dafür lebe ich ja, um einfach den Menschen eine Freude zu bereiten und einfach auch ein schönes Zuhause zu schaffen. Und dabei ist das Ganze so einfach. Man muss sich ja nur in den Menschen hineinversetzen. Wann ist denn der Mensch glücklich? Wenn er Schönheit sieht, wenn er Liebe erfährt, wenn er Geborgenheit erfährt, dann ist er glücklich. Und dann, das sollten auch Häuser ausstrahlen. Also muss man sich doch in den Menschen nur einmal reinversetzen, in die Seele des Menschen reinversetzen, der zu einem kommt und bauen möchte. Wo bist du denn am glücklichsten? Wenn du
irgendwo in einer Plattenbausiedlung stehst oder wenn du irgendwo am Meer einen Sonnenuntergang siehst, wenn du eine Blume aufblühen siehst oder wenn im Frühling, wenn alles noch braun ist, das erste Grün, das frische Grün durchsprüht. Also das ist doch alles etwas, was total an die Seele des Menschen geht. Und so sollte einfach ein Haus auch sein. Wenn man nach Hause kommt und man sieht das Haus, dann muss man solch eine Freude haben, dass man nach Hause kommt, dass einem das Herz hochspringt. Und wenn man das macht, wenn das der Fall ist, dann habt ihr alles richtig gemacht und dann habt ihr das richtige Haus gebaut. Und das ist ein Unterschied. Wenn ich die Masse bei uns sehe in den Neubaugebieten, das ist ein Unterschied zu Amerika, der sehr stark ist. Bei uns gibt es, also in Deutschland gibt es auch viele Stilrichtungen. Man kann sagen, man hat Fachwerkhäuser, man hat einen Toskana-Stil, dann hat man auch normale deutsche Fertighäuser. Dann weiß ich gar nicht, was das für ein Stil ist. Vielleicht ein moderner Stil. Ich habe keine Ahnung. In Amerika habe ich die Stile schon sehr viel mehr gebündelt und es ist immer ein Holzbau. Das heißt, ich habe einen viktorianischen Stil, ich habe einen gregorianischen Stil, ich habe einen Kolonialstil, ich habe Palladio-Stil, ich habe Kräftmannshäuser und ich habe auch einen modernen Bau. Und jede einzelne Stilrichtung hat wieder so viele Einflüsse und auch das Cape Cod Haus ist auch wunderschön. Das ist so eine Art Cottage, ein bisschen wie ein englisches Cottage. Steht meistens am See, also meistens praktisch am Meer. Und diese einzelnen Stile, die werden miteinander gemixt oder Elemente werden miteinander gemixt. Und das ist etwas komplett anderes, als ich es jetzt hier bei uns in den Neubaugebieten wiederfinde. Da würde sich jeder wundern, wenn jeder so einen Stil, der ja allen zwar bekannt ist, aber das würde jeden wundern, wenn jeder so einen separaten Stil hätte. Also sowas gibt es bei uns nicht in der Fülle, wie ich es in Amerika kennengelernt habe. Und jetzt der erste große Unterschied, das ist die Veranda. In Amerika sagt man Porch dazu. Das bedeutet, meist ist die so groß, dass die ums ganze Haus geht. Und egal, ob wenn das Haus klein ist, ist mindestens eine Eingangsporch und vor allen Dingen hinten in den Garten raus auch eine Porch zum Leben. Also das ist was ganz Typisches, wenn ihr so in Richtung Farmhaus geht, also in Kleinstädten, wie ich sehr oft in Bundesstaaten New York gesehen habe, dann ist in den Kleinstädten immer nach vorn eine Veranda und dort sind Sessel drin und da ist eine Couch drin, weil da sieht man was passiert auf der Straße, dann unterhält man sich von einer Straßenseite zur anderen und das ist was ganz Übliches. Ich habe euch hier mal ein paar Bilder von einer Porch mitgebracht. Hier als erstes eine ganz weiße Porch. Ich werde dann auch das Deck weiß gestrichen. Ich werde immer gefragt, ist es denn dann nicht zu dunkel in dem Haus drin? Nein, da kann ich euch beruhigen, wenn man genügend Fenster hat und nicht nur ein Fenster, sondern genügend Fenster macht, dann ist es sehr hell im Haus, ebenso trotz der Porch. Die Porch hat immer ein weiß gestrichenes Dach, das heißt, von unten sind die Bretter weiß gestrichen, das heißt, dort spiegelt sich noch die Helligkeit und reflektiert das Licht in das Haus hinein. Und bei dem zweiten Bild, jetzt bei dem blauen Haus zum Beispiel, da geht die Porch rundherum um das ganze Haus oder fast rundherum. Das ist auch eine ganz typische Sache, das liebt der Amerikaner so, weil er natürlich hinten seine Partys feiert und vorn will er ein bisschen ratschen. Das habe ich in Deutschland nicht. Schaut euch hier mal so ein typisches Einfamilienhaus an, wie man es in einer deutschen Neubausiedlung findet. Da seht ihr, über der Veranda ist dort eine Markise zum Sonnenschutz angebaut und man kann auch bei leichten Regen bei dieser Markise setzen. Es ist eher untypisch und bei dem rosanen Haus rechts daneben, da ist im Grunde genommen gar nichts. Und das ist eigentlich schade, aber das ist so, das ist gang und gäbe. Das Einzige, was dann gemacht wird, irgendwann geht das Ganze natürlich auf den Wecker und man regt sich auf, dass man immer, wenn die Sonne zu sehr scheint, dort nicht sitzen kann. Also wenn man gerade sowas im Süden ausgerichtet hat, ist es eine Katastrophe, da im Sommer zu sitzen, kann man fast gar nicht. Dann fängt man an, im Nachhinein irgendeine Verschattung sich ans Haus zu fummeln und anzubauen, um sich das irgendwo, das Leben noch lebenswert, dann in so einer prädestinierten Lage zu machen. Und so sehen die Häuser dann auch aus. Es ist echt richtig schade. Ich weiß nicht, warum die Hausbauindustrie darauf nicht eingeht.
Was oft gemacht wird, es wird ein Stück Haus eingezogen, so wie man es hier sieht. Also es wird irgendwo ein Stück Rücksprung gemacht und darunter wird dann praktisch gesessen und wird das als Veranda dann genutzt. Das ist eher noch typisch, aber dadurch sehen die Häuser etwas merkwürdig aus. Also dann fehlt in der Regel immer die Symmetrie und es ist nicht mehr ganz so perfekt. Aber das ist mal ein rigoroser Unterschied von der Außenoptik. Und jetzt gehen wir gleich zu der Nummer 2. Kommen wir gleich zu Punkt 2 und das ist die Dachbedeckung. In Deutschland ganz typisch Dachsteine, so wie ihr es hier auf dem Bild seht, in Amerika eher typisch Dachschindeln, so wie auf diesem Bild. Vor- und Nachteile, also das Dach sieht natürlich viel leichter aus mit einem Dachstein, mit einer Schindel, sieht viel leichter aus mit einer Schindel, Entschuldigung, ist aber nicht so lange haltbar, als wenn ihr einen Dachstein nimmt. Wenn ihr einen soliden deutschen Dachstein nimmt, der hat 30 Jahre Garantie, wenn ihr einen Betondachstein nehmt und wenn ihr einen Tondachstein nehmt, noch länger. Die Optik in Deutschland bekommt ihr auch hin, wenn ihr das Ganze einfach ein ruhiges Dach macht, so wie ich es euch hier jetzt als Bild auch nochmal als Beispiel reinlege. Dann sieht man von Weitem nicht so gravierend den Unterschied. Man muss einfach einen ruhigen Dachstein nehmen und nicht einen, der sehr unruhig wirkt. Die Schindel an sich, die wird genagelt auf das Haus, also auf das Haus. Das heißt, wir haben Nut- und Federbretter unter der Schindel und dort wird sie angenagelt. Und das ist natürlich in Amerika wesentlich billiger, weil die Arbeitskraft dort viel billiger ist auf dem Bau als bei uns hier in Deutschland. Wenn wir ein Dach mit Schindeln eindecken, dann kostet das etwas mehr, als das Dach mit Dachsteinen einzudecken. Weil natürlich dieser Zeitaufwand, das Ganze dreimal anzulagern, ist wesentlich größer, als wenn man einen großen Dachstein nimmt und man legt den einfach auf das Haus hoch. Also, die Empfehlung in Deutschland, nehmt einfach einen Dachstein, das hält länger als die Dachschindel. Die Schindel ist ein Bitum, also ist wie Dachpappe, also mit Teer gemacht und kann nicht so lange halten. Logischerweise ist es dem Wetter aus Einflüssen ganz anders ausgesetzt. Optik bekommt man ähnlich hin. Wir machen manchmal Dachschindeln, wo es nicht kritisch ist, wie zum Beispiel bei Eingangsveranden, wenn wir irgendetwas machen, was leichter aussehen soll oder wo der Bauherr sich einfach Blech sparen will, weil Blech ist natürlich wesentlich stabiler und hält wesentlich länger oder eigentlich für immer, anstatt dass man mit Schindeln arbeitet. Kostet natürlich auch eine immense Menge mehr Geld. Also das ist ein großer Unterschied, Dachschindel oder Dachstein. Und wenn wir jetzt schon bei diesem Bild sind, dann will ich gleich von hier zu dem nächsten großen Unterschied bekommen, vom Dach zum nächsten großen Unterschied. Und das sind die Vor- und Rücksprünge und die kleinen Gauben, die das natürlich das ganze Leben des Hauses so interessant und so schön machen, dass man wirklich nur dastehen kann und boah, wie toll ist das denn? Ihr seht auch hier bei dem Haus vorne die Porch. Hier ist gearbeitet worden mit Stein und mit Holz. Ihr seht auch, dass nicht nur vertikales Holz genommen wird, sondern auch senkrechte Paneelen sieht man ganz vorne hier in dem Bild auf der rechten Seite. Und natürlich ist es durch diese Schleppgaube in der Mitte, durch die kleinen Wiederkehr vorne bei dem Eingang, durch die großen Hauptgauben und durch die versetzten Giebel, ist es natürlich ein völlig anderer Eindruck von diesem Haus, als wenn man jetzt so ein schlichtes Dach nimmt, wo vier Ecken und ein Satteldach drüber ist. Jetzt fragt ihr euch, ob das in Deutschland möglich ist. Wenn man § 34c hat, also keinen Bebauungsplan hat, dann kann man sowas durchsetzen. Dann kann man auch so bauen, weil dann gibt es keine Vorschrift. Ansonsten ist es bei den Dachaufbauten in der Regel so, dass man nur ein Drittel der gesamten Dachfläche mit Gauben versehen darf. Deswegen haben sehr viele Häuser ein Wiederkehr oder eine Gaube, die so spitz zusammenläuft in der Mitte, weil das noch am interessantesten oder am besten aussieht. Und diese Art, die kriegt man fast immer durch. Wir haben auch Häuser, wo man rechts und links noch Gauben setzt oder wo man drei oder vier Gauben drauf macht. Aber dann ist es in der Regel
kein Bebauungsplan, sondern unterliegt dann einer normalen Baueingabe, sodass man bauen kann, was man will. Also man kriegt es schon durch. Den versetzten Giebel, wie er jetzt hier rechts zu sehen ist, den kriegt man auf jeden Fall durch. Das haben wir schon sehr oft gemacht. Und das, auch das gibt dem Haus, gibt jedem Haus eine gewisse Raffinesse und macht das Ganze interessant und macht es irgendwo zu einer Villa, obwohl es ein ganz normales Haus ist wie dieses. So, und jetzt kommen wir gleich zum vierten Unterschied, und das sind die Sprossenfenster oder insgesamt die Fenster. Sprossenfenster sind eher in Deutschland in den Neubaugebieten wenig zu finden. Ehrlich, also ich weiß auch nicht, warum es so ist, also keine Ahnung. Dadurch machen diese Sprossen machen natürlich das Haus völlig lebendig und lieblich, und das ist eigentlich das, was einen so hügelig macht, also so cozy, dass es einfach gemütlich aussieht. Bei den Amerikanern seht ihr in der Regel, wie es jetzt hier in dem Beispiel wunderbar zu sehen ist, in der Mitte die Fenster, die haben einen dickeren Balken. Das ist natürlich, dass man die Fenster hoch und runter schieben kann. Insgesamt von den Fenstern muss man schon ein Freak sein, wenn man die haben will. Es ist genau wie beim Wandaufbau. Sie sind nicht so wärmeisoliert, wie es ein dreifach verglastes Fenster ist, mit Aluminium außen und innen Holz. Die sind natürlich qualitativ viel hochwertiger, die deutschen oder skandinavischen Fenster, als so ein amerikanisches Fenster. Man hat noch mehr Nachteile. Zum einen durch das Hoch- und Runterschieben kann man es nicht richtig putzen. Bedeutet, wenn man es hochschiebt, also man kann eine Seite eigentlich nur mit einer Leiter putzen, weil man immer das Fenster in das andere Glas hineinschiebt. Also eigentlich nur noch von außen mit einer Leiter, ansonsten kommt man nicht ran, oder mit einem Gartenschlauch. Also das finde ich etwas unpraktisch, setzt sich auch nicht immer durch, aber hauptsächlich, es kommt gar nicht dazu, dass man auf das Praktikable geht, sondern es kommt eher schon gar nicht da deswegen zum Einsatz, weil man Punkt A kein Holz-Alu bekommt, sondern nur Holzfenster, weil das Holz-Alu viel zu schwer ist. Man bekommt kein dreifach verglastes Isolierglas, weil das auch viel zu schwer ist. Man müsste dann Gewichte eben innen ranhängen, damit das Fenster leicht geht. Und deswegen sind die Fenster relativ selten bei uns im Einsatz. Wir nehmen es gerne als Fenster, wenn man zum Beispiel in der Küche auf die Porch etwas rausgeben will, dann ist das Fenster auch geschützt. Dann kann es auch nicht kaputt gehen, auch wenn dort nur Holz ist, spielt dann keine Rolle, so dass man was rausgeben kann. Das finden wir total schön und toll. Insgesamt sind die natürlich total schön, sehen super aus, macht auch Spaß, damit zu arbeiten, keine Frage, aber sind von der Isolierung einfach schlechter und sind auch schwer zu reinigen. Wenn wir so ein Fenster bei uns einbauen, nehmen wir die nicht bloß zum Hoch- und Runterschieben, sondern wir nehmen die, die man gleichzeitig anklappen kann. Dann kann man die schön sauber machen. Dann muss man auch nicht von außen mit einem Gartenschlauch arbeiten, sondern kann das so machen. Und jetzt geht's zu Punkt 5, der fünfte Unterschied. Der fünfte Unterschied ist der Grundriss von amerikanischen Häusern. Der unterscheidet sich doch von den standardmäßigen Grundrissen in den Neubausiedlungen gravierend. Also zum einen habe ich entweder ich habe ein Foyer oder ich habe kein Foyer. Also wenn ich kein Foyer habe, dann geht man über ein Mudroom ins Haus. Wenn ich ein Foyer habe, dann ist das immer ein super Empfang, sieht toll aus und aufgeräumt. Das heißt, ich habe da keine Garderobe drin. Die Garderobe ist immer eine Kleiderkammer. Oder ich habe die Sachen im Mudroom, dass einfach der Flur, der Empfang, dieser erste Blick oder dieser erste Eintritt, eigentlich die Visitenkarte eines jeden Hauses, sieht immer toll aus, clean und aufgeräumt aus. Das heißt, in den Häusern habe ich es natürlich so, dass ich eine ganze Vielzahl von Einbaumöbeln dort drin habe. Ich habe Bay-Windows, das heißt Bay-Windows, also wie die Bucht, meint man damit, dass man da sitzt und dann hat man eine Bank eingebaut oder eine Truhe eingebaut, wo man sitzen kann und nach raus schauen kann. Das gibt einem natürlich das Gefühl, als ob man am Höhlenausgang sitzt, wie vor 50 Millionen Jahren, als wir noch, keine Ahnung, als wir noch mit der Keule rumgerannt sind. Dann hat jemand am Eingang der Höhle gesessen und in der Höhle war es natürlich dunkler. Und das Gefühl hat man natürlich auch, wenn man am Bay-Window sitzt, kann man schön beobachten und ist im Rücken geschützt und hat vorne
die Aussicht. Dann habe ich in der Regel immer eine Kleiderkammer, wo ich meine ganzen Sachen aufbewahren kann. Freut sich natürlich jede Hausfrau. Der Flur sieht super sauber aus. Es ist immer aufgeräumt. Die Kinder können in der Kleiderkammer oder im Matschum alles liegen lassen, was sie wollen. Und es sieht trotzdem, wenn es klingelt, immer schick aus. Dann gibt es immer, oder es ist immer, aber zu 80% hat jedes Haus einen Raum für die Hausfrau. Das heißt, ein Bastel- und Nähraum. Also nicht nur der Mann hat eine Werkstatt und kann sich austoben in der Garage, sondern die Frau hat auch ein Bastelzimmer. Das ist richtig toll eingerichtet, ein Nähzimmer mit richtig tollen Einbausachen. Da habe ich so coole Dinger gesehen. Das ist auch was ganz, ganz, ganz Typisches. Und das machen wir bei uns in den Häusern auch. In der Regel machen wir das im Erdgeschoss rein. Und das ist dann ein Raum, der später einmal, wenn man nicht mehr die Treppe laufen können sollte, auch als Schlafzimmer genutzt werden kann. Das machen wir bei unseren Häusern sehr gern und auch sehr oft. Was ist dann noch für ein Unterschied? Ganz typisch, dass man ein Masterbad hat und ein Master-Schlafzimmer. Das heißt, der Schlafzimmertrakt besteht aus Schlafzimmer, aus einem Bad und aus einer Ankleide. Und das ist immer zusammen. Und das ist auch was ganz Typisches. Die Kinder haben in der Regel noch ein separates Kinderbad und die Gäste haben noch ein separates kleines Bad. Und manchmal gibt es auch noch im Erdgeschoss ein WC. Das bedeutet, dass ein normales Haus durchaus 3 Bäder oder sogar 4 Bäder haben kann. Das ist was ganz Normales. Ist eher für Deutschland untypisch, weil wir gar nicht so viel Platz haben und weil auch die Kosten natürlich in die Höhe schießen oder in die Decke, praktisch die Kosten einfach sehr hoch sind durch diese vielen Bäder. Man muss fließen, man hat die Sanitärartikel, man muss es erschließen. Also das sparen wir in der Regel, sodass die Gäste, dass wir in der Regel immer im Erdgeschoss ein Gäste-WC mit einer Dusche machen. Und das kann sowohl von Gästen als auch ganz normal von den Bewohnern benutzt werden. Und manchmal ist es sogar so, dass die Kinder unten das Gästebad mit benutzen, sodass man nur ein Masterbad und ein Gästebad für Kinder und für Gäste hat. Das ist unterschiedlich, hängt von dem Bauplatz ab, von der Größe des Bauplatzes. Aber wenn es um Unterschiede geht, das ist ein ganz gravierender. Ein Amerikaner würde es nicht verstehen, wenn man einen Master-Schlafraum hat, dass man dort kein angeschlossene Ankleide und kein Bad hätte. Die Küche ist in der Regel sehr offen gestaltet, auch das Essen, das ist alles ein großer Raum. Und ich habe natürlich im Wohnzimmer einen Kamin, der meistens offen ist und der zentral steht. Es ist eher nicht üblich, einen Ofen zu machen, sondern man hat eher richtig einen großen Kamin. Das ist auch ganz typisch, ist bei uns auch nicht so üblich. Aus Platzgründen hat man sehr oft einen Ofen, der ja auch sehr gemütlich sein kann. Und natürlich das Allerwichtigste, das ist der Mudroom. Oft wird er auch als genereller Eingang genutzt, meistens aus der Garage oder aus dem Carport. Carport ist nicht so üblich in Amerika, aber aus der Garage geht man über den Mudroom direkt ins Haus hinein und dort kann man erstmal alles fallen lassen. Dort wird der Hund gewaschen und da kann man die dreckigen Schuhe stehen lassen. Also das ist was ganz Übliches und vor allen Dingen, dass die Einkäufe vom Auto direkt reingebracht werden können. Das macht man in der Regel auch über einen Mudroom und man hat auch ganz typisch ein Vorratsraum, das ist auch was ganz typisch Amerikanisches. Das bedeutet, alles, was das Leben erleichtert, wo man keinen Stress hat, also alles, wo man das Ganze leicht macht und die Einkäufe schnell verstaut, alles praktisch ist, das ist so ganz typisch für amerikanische Grundrisse. Auch wenn es ein kleiner Grundriss ist oder es ist nur ein ganz kleines Haus, dann ist er trotzdem so praktisch eingerichtet und so praktisch aufgeteilt. Und jetzt sind wir bei Punkt 6 und das sind die Möbel. Es ist alles fertig. Ein Amerikaner, der kauft ein Haus und da sind die Einbaumöbel alle drin. Und das ist etwas, was ich total super finde und was jeder bei uns liebt. Das heißt, ich habe keine separaten Schränke irgendwo stehen. Ich habe nicht im Flur eine Flurgarderobe. Ich habe, wenn ich in die Kinderzimmer gehe, dann sind die Kinderzimmer miteinander versetzt und haben Einbauschränke versetzte,
wo ich nur die Türen aufmache und bin im Schrank drin. Es steht nichts rum, die Wände sehen glatt aus, ich kann mich auf das Wesentliche konzentrieren und das ist das Leben in solch einem Raum. Also man muss nur noch Kleinmöbel mitbringen, alles andere ist eingebaut. Ob das jetzt Fensterbänke sind, die super beliebt sind, wo man relaxen kann und lesen kann, oder ob das jetzt in der Vorratskammer die Einbauschränke sind. Es ist alles mit Einbauschränken ausgestattet und aufgeräumt. Und das ist auch etwas, was sehr untypisch ist für Deutschland. Im Gegenteil, in Deutschland bringt man noch die Küche mit. Also es ist ganz unüblich, dass man ein Haus plant und mit dem Haus gleich die Küche plant oder die Küche sogar mitliefert. Das kennt der Deutsche nicht. Der Deutsche nimmt ja sogar die Küche beim Umzug mit. Das heißt, selbst wenn man eine Mietwohnung nimmt, dann muss man die Küche dort mitnehmen und wenn man wegzieht, muss man wieder mit der Küche mit, muss man die Küche beim Wegzug wieder mitnehmen, was völliger Schwachsinn ist. Aber das würde der Amerikaner nie verstehen, warum sowas gemacht wird, warum Einbaumöbel und eine Küche ist ein Einbaumöbel, warum die ausgebaut wird und mitgenommen wird. Recht untypisch. Und jetzt sind wir beim 7. Punkt. Und das ist die Garage. Der Amerikaner liebt seine Garage, der Deutsche liebt seine Garage auch. Aber es gibt ein paar wesentliche Unterschiede. Punkt A, die Garage muss natürlich groß sein, was natürlich wieder in Amerika einfach ist. Wenn ich auf dem Land wohne, habe ich einfach Platz. Der fehlt mir hier in Deutschland. Also muss ich das Ganze besser organisieren und etwas komprimierter machen. Aber trotzdem gibt es noch Details oder noch Unterschiede. Punkt A, geht der Amerikaner grundsätzlich von der Garage ins Haus rein. Das ist bei uns auch nicht. Da steht die Garage manchmal in den Neubausiedlungen vor dem Haus. Meistens ein viereckiger Block noch, wenn es gut kommt. Also noch nicht mehr zum Haus passend und mit Dach, sondern es steht als Kubus vor dem Haus und ich nehme dann meine Einkäufe und gehe zum Haupteingang rein. Auf so eine Idee würde der Ami nicht kommen. Und in der Garage verstaut er natürlich noch alles sehr intelligent. Das heißt, ich habe für die Fahrräder zum Anhängen hinten an der Wand in der Regel Fahrrad, also Haken, um die Fahrräder anzuheben. Und vom Dach her, wenn ich auf das Dach vom Auto etwas hoch mache, dann wird das mit einer Seilwinde nach oben gezogen. Das heißt, die Decke wird benutzt, die Wand wird benutzt rundherum. Und das ist was ganz, ganz Typisches. Das wird von Natur aus bei uns auch nicht eingeplant. Da wird dann der Kunde alleine gelassen und so nach dem Motto, ich baue jetzt erstmal ein Haus. Mache jetzt erstmal ein Fertighaus und nach mir die Sinnflut. Es macht sich keiner einen Gedanke, was Gedanken hier bei uns in Deutschland, was einfach praktisch ist, wo man einfach Zeit spart, was lässig ist, wo man das Leben sich einfach komplett massiv vereinfachen kann. Das ist was ganz Typisches wieder für Amerika, was der Unterschied zum deutschen Haus ist. Der nächste Punkt, das ist der Punkt 8. Und das ist die Außenküche. Natürlich habe ich nicht bloß die Eingangsporch, sondern ich habe auch eine Backporch, das heißt hinten. Und da wird natürlich abends gegrillt und wird natürlich eine Außenküche installiert. Und das liebt der Ami. Der ist natürlich gerne gesellig, sind wir Deutschen auch. Warum wir immer nur die Grills hin und her schleppen und der Grill keinen richtigen Platz bekommt, sondern warum ich den dann anschließend immer in die Garage schleppe wieder, keine Ahnung, ist aber typisch deutsch, kommt der Ami nicht darauf. Vielleicht liegt es auch wieder daran, dass es genügend Platz in Amerika gibt und hier nicht so. Aber auch in kleinen Häusern ist sowas etabliert bei den Amis. Das bedeutet, ich habe eine Backporch und dort kann ich unter der Porch in der Regel grillen und habe auch alles, habe meinen Grill dort verstaut oder habe direkt eine feste Außenküche, wie ihr es hier draußen, wie ihr es hier auf dem Foto sieht. Und das liebt der Amerikaner, ist bei uns auch nicht so typisch. Gibt es auch, aber eben nicht typisch, dass ich sage, ich gehe in eine Neubausiedlung und das hat es jedes zweite Haus. Das ist nicht so. Und jetzt kommen wir zum 9. Unterschied und das ist mal die Außenanlage oder reden wir mal über den Vorgarten. Es ist typisch, dass in Deutschland eher ein Zaun beliebt ist. Das heißt, ich schotte mich ab. Ich mache, vielleicht liegt es auch, weiß ich nicht, ob wir auch so denken, so eingekästelt, weiß ich nicht. Aber der Deutsche liebt seinen Zaun, seinen Gartenzaun. Finde ich in Amerika relativ wenig. Die Häuser sind nach hinten abgegrenzt, damit niemand nach hinten, wo das Leben stattfindet, nach hinten laufen kann so einfach. Aber nach vorne habe ich immer einen super Vorgarten, wo der Besuch auch, wenn er kommt, richtig empfangen wird und alles nach hinten raus
ist es abgesperrt und kann ich nicht, also kann ich nicht einfach durchlaufen. Und diese Vorgärten, die sind so ganz typisch für Amerika und ich denke, das unterscheidet sich auch von den deutschen Vorgärten oder besser gesagt von den deutschen Häusern. Da habe ich ganz oft halt einen Zaun. Vielleicht wird das auch jetzt mit der Zeit schon langsam besser, weil natürlich wir mit unserer Architektur da Vorreiter sind und viele schauen sich das natürlich bei uns ab. Und ich finde das einfach viel, viel, viel schöner, wenn man zum Haus nach Hause kommt und dort ist nicht so ein Bretterverschlag davor, sondern man sieht sein Haus in der ganzen Schönheit. Es ist doch was echt Schönes, was echt Tolles. Vielleicht, dass man, wenn man, es ist eine Ausnahme, wenn man nach Süden hinaus lebt, dann muss man sich natürlich, wenn man seine Privatsphäre bewahren will und lebt praktisch, dann muss man sich dort auch schützen und etwas das Ganze vor Blicken schützen. Das macht der Ami auch. Aber der erste Blick zum Haus ist in der Regel frei. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Unterschied und das ist die Hausfarbe. Logischerweise, wenn in Deutschland die Sprossenfenster fehlen, wenn in Deutschland die Porch fehlt, wenn in Deutschland Fensterläden eher selten zu finden sind, ist logisch und ich habe das Ganze in der Regel immer verputzt und das Ganze mit Beton versehen, dann sind natürlich die Hausfarben auch nicht so individuell, wie ich sie in Amerika finde. Die alles ist erlaubt, was gefällt, was gut aussieht und egal in welcher Region ich bin, dann sind die Häuser mal heller oder mal dunkler. Also wenn ich nach Florida fahre, dann habe ich oder an die Ostküste fahre, dann habe ich viel mehr hellere Häuser, als wenn ich oben Richtung Montreal nach, in Richtung Kanada fahre. Da sind natürlich die Farben viel erdiger und gedeckt. Aber wichtig ist, dass es immer harmonisierende Farben miteinander sind. Also grelle Farben, quietschende Farben finde ich eher nicht, sondern harmonisierende Farben miteinander. Das heißt, es gibt eine Hauptfarbe. Das Dach ist in der Regel immer anthrazit oder dunkel. Habe eine Hauptfarbe und dann habe ich abgestimmt dazu Fensterläden und meist hat die Haustür auch noch eine besondere Farbe. Porch in der Regel sehr hell gehalten, damit das Licht sich wieder ins Haus hineinspiegelt und dadurch ergibt sich insgesamt natürlich ein völlig anderes Bild, als ich es jetzt hier bei uns in den Neubausiedlungen sehe oder finden kann. Danke, dass du bis hierher dabei geblieben bist und natürlich freue ich mich über deine Fragen und Hinweise zu diesem Video in den Kommentaren. Ich denke, du weißt jetzt die 10 gravierendsten Unterschiede zwischen deutscher und amerikanischer Bauweise und schau dir in jedem Fall die nächsten 2 von mir für dich empfohlenen Videos an. Da bekommst du noch mehr Anregungen und wertvolle Hinweise und vergiss jetzt nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren und klicke auf die Glocke, dann wirst du immer informiert, wenn wir ein brandneues Video für dich haben und wir haben so viele super Sachen vorbereitet und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch, dann wird es auch anderen Zuschauern empfohlen und jetzt sehen wir uns im nächsten Video.